Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Wir sind hier im versunkenen Tal, erinnere ich mich richtig? Moment. Ja, versunkenes Tal, okay. Dieser Schnellreisepunkt heißt sogar versunkenes Tal. Interessant, also bin ich jetzt sozusagen im Kernpunkt dieses Gebiets angekommen. Okay, ich sehe schon mal, wo ich genau hinspringen muss. Oh boy, oh boy. Oh ja. Na, das wird lustig. Oh Gott. Ich werde jetzt schon aus Korn genommen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Hilfe! Okay. Jetzt werden erst einmal Leute... Warum hat der... Wait, what? Das ist doch ein Schlangenauge. Das soll ein Scherz sein. Hohoho. What? Autsch! Meine Fresse! Wie viele von diesen Schlangenaugen gibt es eigentlich? Das gibt's ja nicht. Ugh. Mist. Nein! Ich bin genauso schlecht darin, diesen einen Angriff auszuweichen wie beim letzten Mal. Genau so. Wow. Dass dieses dreckige Mistding von einer Waffe mir selbst dann Damage macht, wenn ich das Ganze abblocke. Schon? Nein! Oh, schon wieder! Verdammt nochmal! Okay. Nein! Oh, dumm, dumm! Oh. Nein, dumm, dumm, dumm! Oh, okay. Ey! Nein! Ah, und ich dachte, wenn ich jedes Mal dumm sage, dass ich auf diese Art und Weise doch noch... Nein! Doch noch durchkomme. Nein, nein, nein! Weg, weg, weg! Ich war doch weg! Verdammt nochmal! Oh, ich kann noch einmal... Komm schon, komm schon, komm schon! Nein, 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 weg, weg! Ich war doch weg! Verdammt nochmal! Du mieses Stück, ich hatte sie fast! Ach, ist das ärgerlich, jedes Mal aufs Neue. Ja, ich glaube, dieses Mal gibt es ja keine Gelegenheit, sich an ihr vorbeizuschleichen. Ach, verdammt, ich wollte eigentlich auch mit dem Kleinen hier reden, das habe ich total vergessen. Hi. Kanonenfestung war noch stärker, als wir gehört hatten. Das war leichtsinnig, unvorbereitet hineinzugehen. Ah, das weckt Erinnerungen. Ich höre die Senpo. Tempelglocke. Oh. Oh. Okay. Sollte das jetzt quasi eine Warnung sein, oder was? Eieiei.
Okay, ich reise doch noch einmal zu Emma zurück, um den einen Kürbissamen noch abzuliefern. Verdammt nochmal, hätte ich noch ein Heil-Item gehabt, ich hätte sie gekriegt. Ich dachte mir, ach ja, Heil 8 Schlücke, das wird schon genug sein. Nope. Ich meine, zugegeben, gegen Ende habe ich mich dann schon immer besser gegen sie angestellt. Vor allen Dingen, als ich sie in eine Ecke reingedrängt habe. Ich glaube, das war das Beste, was mir hätte passieren können. Ob ich das noch einmal hinkriegen werde, ich wage es stark zu bezweifeln. Ah, naja. Schauen wir mal. Müsste aber eigentlich ein anderes Schlangenauge sein, jetzt allein vom Namen her, oder? Gehe ich mal stark von aus. Ich bin froh. Kürbissamen. Okay. Bye. Und zurück zum versunkenen Tal. Also bin ich gerade drauf und dran, in Richtung Kanonenfestung zu laufen, ja? Uiuiui. Na, das wird ja eine schöne Bescherung. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall gewillt, die Tante zu besiegen. Yikes. Ja, an der kann man sich nicht vorbeischleichen, so ein Mist. Nein, oh, das ist unfassbar. Vielleicht kann ich sie ja dazu bringen, dass sie hierher läuft. Ah ja, guck mal. Ah, dumm, dumm. Seht ihr? Wow. Wow. Da habe ich sogar noch drum gebettelt zu sterben. Nein. Oh. Okay. Ich dachte wieder, ich wäre spät dran. War ich wahrscheinlich auch. Ah, ja, schön an mir vorbeigeballert, Tanzblöd. Ne, nein. Boah, ouch. Das war gut gespielt. Nein. Oh, wieso blocke ich immer, ich Depp? Das gibt's ja nicht. Nein, was? Das kann doch... Ich hab geblockt, erstens. Zweitens... Oh, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Moment mal, wieso lebt der Kleine wieder? Die Kleine. Erzähl mir nicht, der wird jedes Mal wiederbelebt. Wenn wir sterben sollten. Okay. Eieiei. So, dieses Mal kriegen wir sie aber. Jetzt weiß ich wenigstens, dass wir sie definitiv... Autsch! Mann! Fies. Jetzt weiß ich, dass wir sie schön hier hinlocken können. Ohne große Probleme. Oh, come on! Nein! Warum schleiche ich jetzt gerade? Wie ein Idiot! Na, komm her! Von da aus erreichst du mich nicht. Richtig! Okay. Oh, zum Glück kann ich nicht über die Reling sozusagen ausweichen. Über den Rand hinaus. Ich habe ja ehrlich gesagt auch so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass die runterfliegt. Nein, oh, weg. Das ist unfassbar. Zurück in die Ecke mit dir. Komm schon! Nein, weg, weg! Oh.
Yes! Erster Todesschlag. Läuft. Komm schon. Oh, bitte. Oh, das wäre zu schön gewesen. Nein, weg, 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 weg. Oh. Jedes Mal, wenn ich denke, gleich fliegt sie über die Reling. Nope. Wow. Ernsthaft? Wow. Weg, weg. Ich bin nicht ausgewichen. Wie ein Idiot. Das ist echt unfassbar. Warum bin ich gerade so schlecht? Das erste Mal war doch locker drin. Und dann werde ich schlechter. Wie geht das? Nächster Versuch, die Dame. Na, komm mal her. Weg, ich will da an dir vorbei. Das ist ja schon ein geiler Anfang, ey. Ich dachte, jetzt kriegst du mich wieder. Nein. Nicht dieses Mal. Oh Mann, warum habe ich mich jetzt damit geheilt? Nein. Okay. Weg, weg, weg. Das, ich habe die Kreistaste gehämmert. Wie ein Bekloppter. Aber das Spiel sagte sich, nö, hasse nicht. Das finde ich ja auch schön. Nein. So, genauso hätte es eigentlich gerade aussehen müssen. So. Dankeschön. Oh, fall runter, fall bitte. Oh. Ja, ja! Leute! Aber warte mal, heißt das... Ist die Gebetsperle weg, wenn wir sie runterstoßen? Ich habe jetzt keine Gebetsperle gekriegt. Ist das jetzt euer Ernst? Kriegt man für die normalerweise keine Gebetsperle oder wurde die mir jetzt verwehrt? Jetzt gerade fühle ich mich leicht verarscht. Moment, ich gucke nochmal im Internet nach, ob gegen die Tusse tatsächlich keine Gebetsperle gedroppt wird. Okay, das ist schlecht. Ich habe keine weitere Gebetsperle bekommen, eindeutig. Und ich habe im Internet gelesen, dass man von der Tusse eigentlich eine bekommt. Heißt das wirklich, das Spiel sagt, nein, du kriegst keine, nur weil ich sie runtergeschubst habe? Das ist ja schon leicht fies. Ich meine, es kostet ja auch schon einiges an Überwindung, dass die überhaupt runterfällt. Und ich habe scheinbar irgendein Item von ihr bekommen. Das habe ich noch auf mich zuschweben sehen. Da frage ich mich ja jetzt schon, was da jetzt Sache ist. Magnetitschrott. Kann es sein, dass ich das jetzt verpasst habe, oder was? Werde ich die Gebetsperle jetzt gar nicht mehr bekommen? Das wäre ja richtig fies. Naja, ich werde demnächst noch einmal am Lagerfeuer rasten und hierher zurückkehren. Vielleicht respawnt sie ja. Gerade weil ich die Gebetsperle nicht bekommen habe. Ne, wer weiß. Ja, richtig!
Ach du Scheiße. Boy. Oh Mann, nein. Pff. Shit. Ah. Alles klar. Und da unten war sogar noch ein Loch, mit dem ich mich hätte retten können. Also einen Griffpunkt meine ich. Run, Boy, run. Lauf, Wolf, lauf. Wuhuhu. Okay. Oh, habe ich mir gedacht, dass hier irgendwo ein Griffpunkt sein muss. Okay. What? Oh, ich? Ja. Headshot. Glückwunsch. Okay. Nächster. Schon. Magnetitschrott. Oh. Ja klar, wenn ich mich daran schwinge, wo lande ich denn dann bitteschön? Ganz eindeutig ganz weit unten. Okay. Überraschung! Diese Sau. Ah. Dreckige Sniper. Scheiß Camper. Ah. Uah. The fuck war das? Ohne Scheiß, was ist das? Ist das irgendeine Falle? Haben die hier Knallfrösche auf dem Boden? Ehrlich! Punkt. Ha. Wer hat mich jetzt entdeckt? Ich sehe niemanden. Da hinten oder was? Das kann ja nicht sein. Okay, das schon eher. Verstecken, verstecken. Gokans Konfekt. Okay. Wow, 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 wirklich? Pff. Ganz toll. Ich glaube, dann kletter ich doch lieber wieder rauf. Ah. So. Nö! Mist! Shit! Ah! Ja, sehr gut, die haben mich rausgeballert. Schwein gehabt? Schätze ich mal.
Da würde ich dann gleich auf jeden Fall meine Shinobi-Technik benutzen, wenn es denn möglich ist. Ach, wirklich? So ein... Ich hätte es lieber versuchen sollen, den Typen von hinten zu erstechen, anstatt von oben. Hätte ich mehr Glück mit gehabt. Vor allen Dingen, glaube ich, muss ich die Gegner vorher anvisieren, wenn der Todesschlag von oben erfolgen soll. Okay, das war jetzt blöd, direkt zwei zu nehmen. So sehr bin ich nun auch wieder nicht in Not. Und zack. Schwerer Geldbeutel. Gelbes Schießpulver. Nochmal. Kügelchen. Nice. Ach, hi. Arme Sau. Da hat wohl einer keine gute Waffe bekommen zur Verteidigung dieser Festung. In seiner Haut möchte ich auch nicht stecken. Mit nichts weiter als einem Zahnstocher bewaffnet hier als Wache eingesetzt zu werden. Ist bestimmt nicht leicht. Oh, Knallsamen noch ein paar? Gut, gut. Buddha. Und tiefe Höhlen. Wie es scheint, habe ich es in die Festung geschafft. Puh. So, jetzt wird definitiv wieder ein Buddha zurückgereist. In der Hoffnung, dass ich irgendwie noch an die Gebetsperle rankomme. Ja, wer weiß, vielleicht... Respawnt sie wieder? Ich sehe sie da tatsächlich. Täuschen mich meine Augen gerade? Okay, ganz ehrlich, dann werde ich jetzt noch einmal fair gegen sie kämpfen. Autsch. So. Wobei es, glaube ich, doch ganz ratsam wäre, hier gegen sie zu kämpfen, weil sie hier erstens ein sehr eingeschränktes Bewegungsfeld hat. Auch ernsthaft? Wow. Der erste Versuch, den ich jetzt fairerweise machen möchte gegen sie, und sie rächt sich direkt bei mir. Nein, du, weg, weg. Warum bin ich wieder auf sie zu? Das ist jedes Mal das Gleiche bei dem Spiel. Jedes Mal, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann, sprinte ich auf den Gegner zu, anstatt von ihm weg. Okay, mal ganz ehrlich. Scheinbar, wenn man nur Kreis drückt, ohne dass man auf dem Analogstick irgendetwas anderes macht, scheint man nach vorne zu sprinten. Und normalerweise wäre das ja ganz nett, aber ich persönlich, normalerweise, wenn ich ausweiche, will ich lieber vom Gegner weg als zum Gegner hin.
Ich weiß, das ist in diesem Spiel eigentlich ganz anders und es ist besser, auf den Gegner zuzusprinten. Aber gerade in solchen Situationen, wo ich gerade am Ausweichen bin, wenn eine unblockbare Attacke kommt, dann ist es doch mehr als nur nachteilhaft, wenn ich dann nach vorne sprinte. Okay, ich habe mich genug ausgekotzt. Ich werde es nochmal versuchen. Okay, dann wollen wir noch einmal, Madame. Hast du dir wohl so gedacht, ha? Nein, oh, oi. Ich rechne eben, nein, okay. Ich rechne nie damit, dass sie ihren Angriff macht, wenn sie ihn macht. Ich denke immer, sie greift jetzt mit ihrem Speer ganz normal an. Aber das ist fast nie der Fall. So, diesmal bitte nicht runterfallen. Dieses Mal will ich, dass der Kampf fair abläuft, in Anführungszeichen. Ja, komm, nehmen wir mal ein Kühlchen. Nein! Okay, okay. Oh. Nein! Oh. Puh. Das gibt's nicht! Okay, dieses Mal war es definitiv meine Schuld. Denkst du wohl, wa? Ah, ich lasse mal lieber wieder ein bisschen rauskommen aus der Ecke. Nicht, dass sie wieder runterfällt. Komm mal raus! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Na, wobei, vielleicht kommt sie ja jetzt raus. Folge mir doch, wenn ich im roten Winkel bin. Was bist du für eine Sneeperin? Komm her! Zack, zack, zack! Nein! Oh! Okay. Autsch. Okay, den habe ich verdient. Aber ich habe sie fast. Nein. Oh. Nein. Oh. Du kleine Ratte. Hab ich dich. So. Wohlverdiente Gebetsperle. Ich wollte jetzt schon Gebetsperle sagen. Noch nicht mal ein richtiges Wort. Dankeschön, Zunge, dass du mich jetzt gerade in dem Moment meines Triumphes im Stich lässt. Okay, wenn ich jetzt hier wieder runterfalle, komme ich zu dem Buddha da oben zurück? Hui! Nein! Schade. Okay, mit anderen Worten, ich werde wieder einmal durchsprinten müssen. Bis nach dort hinten hin. Oder bin ich in der Lage, Moment mal. Heimkehrfigur. Er bringt seinen Nutzer zur zuletzt besuchten Figur des Bildhauers oder zum maroden Tempel. Seine Kante, ne? Mehrfach anwendbar. Figur beim... Ne, letzte besuchte Figur. Dadurch verliere ich auch nichts, oder? Oh. Da braucht man sogar einiges an Zeit. Also mitten im Kampf kann man die eindeutig nicht benutzen. Sonst ist man am Arsch. Gut zu wissen. Okay. Sehr schön. Ja, und jetzt sitzt die Tusse da schon nicht mehr. Sehr gut. Alles klärchen. Ja, Kanonenfestung. Nice. Super. Dann
würde ich an dieser Stelle gerne den Part beenden. Passt doch, jetzt hat sich der Kreis geschlossen. Der erste Gegner von diesem Part ist auch der letzte Gegner von diesem Part gewesen. Sehr schön. Also dann, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.